Willkommen bei Tierrettung Weltweit. In diesem Video geht es um die wundervolle Rettungsgeschichte der kleinen Nuna. Der Welpe war erst wenige Tage alt und wurde von der Straßenhündin in der Nähe einer Hauptstraße auf die Welt gebracht. Der kleine Welpe wurde dann von einem Auto angefahren und verletzt. Der Autofahrer jedoch fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten und nachzuschauen. Zwei Touristen, die in der Nähe unterwegs waren, hörten immer wieder die von Schmerz geprägten Schreie und gingen dem Geräusch zum Glück nach. Die Mutter des kleinen Welpen stand direkt daneben und war völlig hilflos. Man konnte sehen, wie die Hündin mit ihrem kleinen Welpen mitlitt. Die Touristen erkundigten sich im Internet und riefen dann bei der Tierrettung der Animal Aid India an. Die Tierretter fuhren nach dem Anruf sofort los, um dem jungen Hund zu helfen. Sobald man Nuna näher kam, fing sie noch mehr an zu weinen. Ihren Hinterlauf konnte sie kaum noch bewegen. Die Tierretter legten den kleinen Welpen auf eine Decke und trugen ihn dann in ihr Fahrzeug. Von dort aus ging es sofort weiter zur Auffangstation. Nuna bekam dann ein Schmerzmittel und wurde danach untersucht. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass ihr Hinterlauf nicht gebrochen war. Mit etwas Physiotherapie ging es dem kleinen Welpen von Tag zu Tag immer besser. Mittlerweile strahlt sie wieder voller Lebensfreude und kann bald zu ihrer Mutter zurückgebracht werden. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.